So Leute, da wäre ich wieder zu einer weiteren Folge Hexit. Ich gehe mal auf den Server direkt natürlich wie immer und ja, ich schau mal, was so passiert ist. Streetmaster hat heute schon eine Folge hochgeladen, aber ich habe die noch nicht gesehen. Ist natürlich wieder ein bisschen schlecht, aber naja, ich schau einfach mal, was wir jetzt hier noch so machen können. Wir waren ja hier irgendwie dabei, den Nether so ein bisschen auszubauen, beziehungsweise hier zu graben und ja, ich muss einfach mal schauen, dass ich hier auf Dauer ein bisschen vorankomme. Ich habe jetzt dieses Mal nicht offscreen gearbeitet, weil ich finde es einfach nicht immer nötig, so das zu machen. Und naja, es muss auch mal ohne gehen, ne? Und ich denke mal, ich höre jetzt ja auch erstmal auf und mache woanders weiter, weil ja, wir haben, denke ich mal, woanders auch noch genug zu tun, um hier die Folgen zu füllen. Ja, ist ja, denke ich mal, nicht verkehrt. Und ja, deswegen schaue ich da mal. So, kurz was gegessen und dann geht's auch schon wieder an die Oberfläche. Und naja, dauert immer ein bisschen hier im Nether. Aber jetzt sind wir zumindest endlich mal sicher hier und nicht wie vorher müssen so um unser Leben bangen. Jedes Mal. Das war ja echt immer schlimm. Wir hören ja die Geräusche hier noch aus der Vergangenheit. Sprechen sie alle zu uns, ja. So, okay. Da gehe ich mal lieber schnell weg. Und ja, ich kann mal kurz schlafen gehen. Das wäre mal eine Möglichkeit, damit das ja nicht so komisch die ganze Zeit schneit, weil das nervt. So. Und ja, dann kann ich mal die Farmen ernten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen alles ja so langweilig auf Dauer, wenn ich immer dasselbe mache, aber es muss einfach sein. Ja. Und wir müssen einfach mal hier vorankommen, was diese Dinge angeht. Und naja, deswegen mache ich das. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was wollte ich denn als nächstes machen? Ich habe mir schon wieder keinen Plan gemacht, man merkt es. Ja, ich könnte natürlich jetzt einfach weiterbauen am Keller. Aber die Frage ist, ob wir nicht erstmal was anderes machen sollten. Weil, ja, bauen können wir ja dann hinterher immer noch. Und ich will erstmal so ein paar Mods noch machen oder so ein paar andere Sachen, die ich einfach noch erledigen wollte. Wie zum Beispiel hier den See zu bauen oder sowas, ne? Das wäre mal so eine Sache. Oh ja, Streetmaster hat die Kühe gepaart. Okay, das habe ich auch schon auf dem Thumbnail gesehen. Und er hat da auch nachgezüchtet. Das hatte ich ihm ja geschrieben, dass er da was machen kann. Und naja, ist ja auch nicht verkehrt. So, warte, ich versuche mal die Kuh hier irgendwie wegzuschieben. Aber ich glaube, dazu muss ich hier den Zaun abbauen. Ist halt echt schlimm, dass die da nicht mehr rauskommt, ey. So. Na, endlich. Okay, Moment. Nein. So, und dann baue ich kurz draußen den Block ab. Ihr geht mal bitte hier nicht in den Zaun, so. Und ja, dann hätten wir das. Kurz mit der Spitzhacke hier, zack. Ja, hier sollten wir vielleicht auch mal noch ein bisschen Erde hinsetzen. Das wäre mal ganz okay. Kann ich ja mal kurz machen. So, da gehe ich mal nach unten. Ja, hier stimmt, da wollte ich doch Cobblestone in die Decke setzen. Ich glaube, das hatte ich sogar für heute vor. Ich hatte mir schon immer irgendwann so einen kleinen Plan zurechtgelegt im Kopf, was kann ich denn heute machen. Und ja, allgemein wollte ich natürlich auch mal die Truhen sortieren, aber das ist jetzt alles nicht sowas, was so richtig dringend ist. Natürlich wäre es schön, wenn die Truhen sortiert sind, aber es ist jetzt, sage ich mal, nicht lebensnotwendig. Und stimmt, hier den Raum wollte ich auch noch machen. Also wir haben eigentlich schon genug zu tun. Alleine wenn ich hier reingucke, was mir da so alles einfällt, das ist echt krass. Na gut. Dann gehe ich aber jetzt erstmal noch ein bisschen nach Erde gucken. Hier war noch was. Und ja, das könnte theoretisch schon reichen, aber sicherheitshalber nehme ich mal noch mehr mit. Nicht, dass ich dann dastehe nach 2 Minuten und wieder runter muss. So. Okay, dann gehe ich mal kurz hier hinten hin, das dauert ja nicht lange. Leute, und gerade hatte ich ja irgendwie unten so komische Partikel oder so, keine Ahnung. Naja, ist wahrscheinlich vom Sprinten. So. Hier, den Baum werde ich wahrscheinlich jetzt auch mal wegmachen. Weil da stört nur noch. So, wo habe ich denn meine Axt? Hä? Ach so, ich brauche ja einfach nur eine normale Axt, stimmt. Sollte ich mir auf jeden Fall mal machen. Weil bisschen nervig ohne, ne? Aber kriegen wir ja schnell hin. Ach, soll ich das jetzt? Warte mal, ich guck mal unten. Hatte ich nicht schon eine Axt verzaubert mit Effizienz? Habe ich die auch verloren? Ach nee, Alter, komm. Ach, hier ist er noch. Gut, sehr schön. Die haben wir also nicht verloren, das dachte ich jetzt schon. Ich bin ja im Nether wieder so oft gestorben und keine Ahnung. Das ist echt immer schlimm. Na gut, Moment, wo waren das jetzt hier? Den wollte ich jetzt auch schon wieder lange wegmachen, ne? Und es ist immer noch nichts passiert.
So, jetzt aber. Das ist ja echt nervig hier auf Dauer. Dann mache ich hier nochmal zu. So. Ich denke mal, das passt dann. Das kann man auch noch wegmachen. Zack. Ja, und da unten, naja. Das lasse ich einfach mal so schwebend. Ich verstehe nur nicht, warum da Eis generiert wurde, da oben rein. Das ist ein bisschen komisch. Naja, ich mache jetzt erstmal die Bäume weg. Zack. Und da haben wir anscheinend auch noch was. Moment. Da kann ich ja mal hier zumindest ein bisschen was zubauen. Das hatte ich ja irgendwie, glaube ich, damals wegen dem Lehm, den ich gesucht habe, alles freigegraben und keine Ahnung. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Okay, da oben immer noch dieses schwebende Grab. Das sticht einem immer wieder ins Auge. Und naja. Ich denke auch mal, das passt ja mit den Kühen. Die eine hat jetzt schon ein bisschen Leben verloren, aber das ist ja nicht so schlimm. Und ich gucke erstmal runter und hole mir ein bisschen Weizen. Und ich glaube, das Media Player ist schon wieder ein Arschloch, oder? Ich glaube es tatsächlich, ey. Scheiße, aber jetzt minimiere ich hier das Spiel nicht oder breche wieder die Aufnahme ab. Weil dann stürzt mein Renderprogramm wieder ab, wenn ich da das rendern will. Dann habe ich wieder übelst den Trubel. Dann habe ich keinen Bock drauf. So. Deswegen jetzt mal ohne Musik. Aber wenn mein Media Player einfach so scheiße ist, dann kann ich nichts dafür. Es tut mir leid. Der bricht einfach nach 2 Litern ab. Ich weiß nicht, was die Scheiße soll. Ich verstehe es nicht. Es ist einfach unverständlich. Es ist immer wieder dieses Problem. Und ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Und ich will jetzt auch nicht mehr. Deswegen lasse ich es jetzt einfach. So. Dann können wir ja mal hier gucken, wie wir das mit dem See machen. Ich möchte so einen kleinen unterirdischen See machen. So in der Art als, ja, Swimmingpool. Beziehungsweise auch Angelteich auf der anderen Seite. Und, ich denke mal, das wäre ganz interessant. Und imposant. Ja, und deswegen gehe ich jetzt nochmal den Hammer reparieren, damit wir das einigermaßen schnell hinkriegen. Und ja, ich weiß, ich sollte mir meine Lünnhammer machen. Ach, jetzt kommt ja doch wieder was. Warum habe ich die ganze Zeit nichts gehört? Ey, was ist denn das immer? Da ist irgendein Stück dabei, das man einfach nicht hört. So, Moment, wie viel brauche ich denn jetzt? Ja, komm, ich mache ihn immer nicht ganz voll. Jetzt kann sein, dass dann so ein bisschen was verschwendet wird davon. Falls das dann über die. Falls man nicht mehr ganz einen Ingot brauchen würde, um das zu reparieren und dann trotzdem einen verbraucht. Weißt du, deswegen mache ich dann lieber immer das nur so fast voll wie jetzt. Aber ist ja nicht schlimm, denke ich mal. Hey, lol. Ich habe Skype noch offen, wusste ich gar nicht. Naja, gucke ich gleich, was mir da wieder geschrieben wurde. So. Dann hier mal. Oh, jetzt wurde aber viel geschrieben. Vielleicht wieder in der Gruppe. Aber kann ich alles jetzt nicht ändern? Ach du Scheiße, ja, das ist bestimmt die Gruppe. Okay, die besprechen gerade was wegen einem anderen Projekt. Ja, ich will nicht zu viel verraten. Deswegen sage ich einfach nichts. So. Okay, hier müssen wir sicherlich auch noch ausheben. Also hier sollte ich keine weiteren Fackeln setzen. So, da haben wir dann auch noch schön Eisen, das ist gut. Ach, da ist nichts mehr, okay. Ist ja manchmal so. Naja. Gut, dann mache ich hier nochmal weg. Und, ja, hier mache ich dann auch erstmal zu. Ich muss mir aber mal merken, dass hier noch Marble ist, hier drunter. Ich hoffe mal, dass ich irgendwann, wenn ich Marble brauche, daran denke. So, das wäre natürlich schön. Und ich werde das wahrscheinlich einfach aus Cleanstone alles bauen. Deswegen hole ich mir den jetzt auch nochmal. So. Warte mal, das mache ich mal so weg. Dann können wir das auch ein bisschen anders machen. Zack. Und dann können wir vielleicht hier auch so einen tiefer dann. Ab der Höhe hier so, ne? Zack. Ja, passt auf jeden Fall. So, Moment. Ah, scheiße. Ich denke mal nicht dran. Ich muss natürlich hier die Steine nehmen am besten. Das muss ich auch wieder ausbessern, was ich da gerade zugebaut hatte wegen dem Eisen. Naja, ist ja nicht so schlimm. Denke ich mal. Warte mal, das baue ich mal wieder ab. Das sieht nicht so gut aus.
Ich denke mal, hier wird dann alles voll mit Wasser sein. Und das hier wird dann noch Marmor. Ja, das muss ich dann auch noch irgendwie gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall wird es hier so einen kleinen Pool geben. Und ja, da bin ich schon mal gespannt, wie der aussieht. Ich hoffe, ich kriege das ganz gut hin. Ich denke mal, ich werde ja auch offscreen weiterbauen. Das ist, denke ich mal, hier nötig. Ja, und deswegen will ich jetzt hier nicht irgendwie mich ewig dran aufhalten noch. Ich werde jetzt auch nicht noch eine Folge aufnehmen, weil ich habe heute kaum Zeit. Und es ist jetzt einfach besser, wenn ich Schluss mache. Und deshalb, naja, passt das so besser. Zack. Da haben wir nochmal Lapis, okay. Das müsste ich mir dann aber, na gut, Lapis könnte ich noch so abbauen, aber Redstone muss ich mit der Eisenspitzhacke machen, die ich gerade nicht dabei habe. Oh, warte mal, vielleicht kann ich es mit der Stahl machen. Ja, das geht. Okay. Zack. Ja, und hier muss ich eben mal gucken, ne, dass ich das noch hinkriege, hier mit den Mauern zumindest und so. Und hier vielleicht noch die Wand runter. Aber da will ich dann eigentlich alles Stein haben und hier eigentlich auch dahinter. Und naja, da bin ich mal gespannt. Ich würde es auch nicht allzu groß machen, also so groß würde schon reichen. Hier eben noch weg, das mit der Erde. Ah, das ist dann auch genug, denke ich mal. Und damit können wir hier eigentlich ganz gut arbeiten. Ich kann ja gleich mal hier das Ganze so lassen. Ich denke mal, ich werde das mit der Spitzhacke dann einfach auch ausheben. Das wäre schon besser. Gut, hier können wir nochmal so ein bisschen den Hammer nehmen. Aber hier wäre die Spitzhacke, glaube ich, echt praktischer. So. Da geht es dann hinten noch quasi so ein bisschen hoch, ne? Dass es hier so ein bisschen raussteht und so, keine Ahnung. Oh, ich denke mal, so passt das. Und da wird dann hier alles aufgefüllt mit Wasser. Und ja, dann einfach mal schauen, ne? Zack. Erstmal hier alles Stein hin. Also es wird so eine Steingrotte, ne? Ich versuche noch auch hier ein bisschen Deko dann anzubringen. Und ja, vielleicht wird es ja ganz cool zum Angeln oder so, dachte ich mir. So, aber hier kommt ja eh schon die Wand hin wahrscheinlich. Oder vielleicht auch noch einen weiter, ich weiß es noch nicht genau. Obwohl, nee, wahrscheinlich hier schon. Also, ja, gucken wir dann einfach mal. Okay, das rutscht nach, sehr schön. Ich mache das jetzt hier gerade nochmal fertig. Ich mache die Folge jetzt dafür länger. Aber nehme jetzt nicht noch eine auf. Da habe ich nämlich heute mehr Zeit. Heute ist nämlich wieder sehr, sehr knapp bei mir. Ach, das ist alles scheiße zur Zeit. Naja. So, erstmal Licht hier, dass zumindest mal ein bisschen was beleuchtet ist. Es wird natürlich einigermaßen dann auch gerade aussehen von den Wänden her. Aber ich denke mal, das ist dann auch kein Problem. Ich guck mal, dass ich vielleicht hier noch irgendwas abrunden kann oder so. Ja, wahrscheinlich lasse ich es dann aber so und mache nur hier so ein bisschen Variationen. Und naja, wird schon passen irgendwie, ne? Und ja, dann schauen wir mal, dass das vielleicht ganz cool wird. So. Na, warte mal, ich mach das mal von hier hinten, das Thumbnail. Da sieht man besser, was hieraus wird oder was das wird. Oh. Ja, geil. Ich kann nicht mal einen Screenshot machen. Richtig nice. Hä? Warum? Warum kann ich keinen Screenshot machen? Alter, seit ich meinen neuen PC habe, ne? Geht hier gar nicht mehr. Ich gehe jetzt erstmal raus. Bis zur nächsten Folge. Ja, jetzt ist Minecraft auch noch gecrashed. Okay, tschüss.